Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Kinovision, das Magazin für Popcorn-Feeling. Wieder einmal aus Frankfurts schönster Kinolocation, der Astor Film Lounge. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und ohne dieses Thema, über das wir gleich sprechen werden, wäre das, was wir hier machen, nämlich die Sendung aufzeichnen, überhaupt nicht möglich. Dafür brauchen wir Kameras und damit sind wir schon beim Thema. DOP, Kameramann. Und wie immer an dieser Stelle stelle ich Ihnen gerne meine Gäste vor. Da hätte ich zum einen den Karl Krings, Sebastian Wiegärtner, und Erhard Badger, die heute meine Gäste sind. Ihr seid alle Kameraleute und in eurer Funktion als Kameramänner bei mir. Seid bitte so nett und stellt euch ganz kurz mal selbst vor. Lieber Karl, ich fange mal mit dir an. Stell dich ganz kurz vor. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Karl Krings aus dem Odenwald und bin Regisseur und auch Filmemacher. Bin aber auch oft an der Kamera gewesen und ursprünglich komme ich vom Ton, von der Musik, mache auch selbst Musik. Sebastian? Mein Name ist Sebastian Wiegärtner. Hallo erstmal in die illustre Runde hier. Ich bin auch Kameramann seit 2009, habe den Einstieg geschafft damals. Ich habe mir eine DSLR-Kamera gekauft, eine Canon 7D damals. Grund war eigentlich eher, ich wollte meine Tochter filmen. Das war so der Einstieg. Und habe selber eine Werbeagentur und hatte einen Kunden und sollte einen Imagefilm drehen. Und der ging dann viral und kurze Zeit später war ich in Paris auf der Fashion Week oder bei Lucasfilm und bin so jetzt über die letzten 4 Jahre eben zu diesem Thema gekommen. Also ich bin eigentlich absoluter Quereinsteiger und bin eigentlich Grafikdesigner. Sehr schön. Und Erhard, wie ist es bei dir? Guten Abend oder guten Tag. Ich weiß nicht, wann es gesendet wird. Erhard Badger. Ich bin hier der Älteste, glaube ich, in der Runde, Jahrgang 54 und bin eigentlich vom Beruf Fotograf und eigentlich auch Quereinsteiger. Meine erste Kamera hatte ich in den 80er Jahren bei einem Tonstudio, wo ich eigentlich Ton gemacht habe. Und weil ich Fotograf bin, habe ich das erste Mal die Kamera in die Hand bekommen. Und dann hat es bis in die 90er gedauert, bis ich meinen ersten Film drehen durfte. Jetzt hast du... Das ist eine Panasonic AGF 101. Wo ich hinten einen Rekorder dran habe, der macht kein RAW, aber der macht 422 auf 220 Mbits. Okay. Und das jetzt, mir ist völlig klar, okay, was der macht. Der macht schöne Bilder. Ne? Der macht schöne Bilder, kann man sagen. Der Rekorder macht das Bild nicht kaputt, was in die Kamera geht. Ganz genau. Ah, okay. Also man braucht, wenn ich das mal festhalten darf, so ganz laienhaft, man braucht eine gute Optik vorne. Das ist, was vorne auf der Kamera ist, die Linse. Dann braucht man einen guten Chip, der die Informationen, die die Linse sozusagen bekommt, die vernünftig verarbeiten kann. Und dann braucht man den Rekorder, der sozusagen ausreichend genügend Datenmenge sozusagen aufzeichnen kann, weil das die gute Qualität enorm viele Daten produziert. Ganz genau. Kann man das so laienhaft sagen? Das kann man so. Ich habe mit den Leuten vorher nicht gesprochen, es ist nicht abgesprochen. Ich habe das jetzt mir einfach mal hergeleitet. Perfekt. Dann haben Sie es jetzt auch verstanden, liebe Zuschauer, hoffe ich, an der Stelle. Okay, jetzt eine Sache, die mich interessieren würde, weil das ist ja komplett ein Eigenbau. Also so gibt es die Kamera kein zweites Mal, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ihr jungen Filmemacher, sage ich jetzt mal, ne? Wie findet ihr denn so Eigenbausachen? Habt ihr sowas auch gemacht, logischerweise? Und wird man so ein bisschen davon dazu auch gezwungen? Also, oder Karl, sag mal. Absolut. Jeder Mensch ist anders. Das heißt, die Anatomie von jedem Menschen ist anders. Ich bin sehr groß, habe längere Arme als vielleicht jemand anders und muss die Kamera natürlich bei mir möglichst ergonomisch auf die Schulter bekommen. Ja. Das heißt, ich kaufe mir einen Schulter. Pad, was ich dann mit der Kombination mit der Kamera, dem Objektiv, dem Rekorder, dem Mikrofon so auf meine Schulter bringe, dass es für mich bequem ist. Okay. Wenn ich habe jetzt hier ein Video gedreht zum MC René, neue MC René Video, mein Leben ist ein Freestyle. Und da ist es, habe ich auch eine ganz spezielle, individuelle Konstruktion gemacht. Da, bei jedem für die Kamera so. Speziell, da habe ich habe ein kleines Schulterpad, das hängt dann da hinten dran, das kann ich schnell abziehen. Okay. Und kann es schnell drauf machen. Und dann habe ich nur ein Gestänge, das habe ich dann auf so ein Sinnesettel gelegt und habe das dann damit ich ein stabilisiertes Bild bekomme, habe ich das dann, kann ich dann auf meinen Schoß legen und so ist jedes Setup total unterschiedlich. Was ist denn der Grund dafür? Ist der Grund, dass man nicht so große Budgets hat, dementsprechend nicht so viel Zeit und du musst deswegen so flexibel sein? Ist es, weil aus Bequemlichkeit? Oder ist es einfach so, dass du in der heutigen Zeit die Anforderungen an die Kamera so sind, dass du einfach das so All-in-One-mäßig machst? Es ist so, sag mal, wenn man jetzt eine Filmkamera hat, eine spezielle von Arri, dann gibt es dazu ein vollkommenes, durchgehendes System, wo alles aneinander passt und alles super ist. Aber jetzt gibt es neue Hersteller, es gibt neue Kameratypen, neue Kamerakörper. Das heißt, man ist weg von diesem klassischen Filmkamerakopf, hinten Magazin dran,
Dann wurden die großen Camcorder benutzt, um Kinofilme zu machen für HD. Und jetzt ist das Ganze angekommen. Die DSLR ist nur ein kleiner Foto. Dann ist die Red-Kamera, gibt es ein neues Format, ist so ein kleiner Klotz. Das sieht ihr auch bei der Panasonic hier, die ist auch eher ein viereckiger Klotz. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ich mache das auch häufig so, dass ich mir die Kamera so einstelle, dass sie zu mir passt. Okay. Und es gibt eben verdammt viele Zubehörhersteller, die vieles auch noch nicht so begriffen haben. Es kommt jetzt immer mehr, was ich mitbekomme, ist, dass immer mehr Leute merken, dass der Schwerpunkt der Kamera, dass die Kamera eigentlich hier auf der Schulter sein muss, genau auf der Schulter. Weil oft ist es so, dass die Kamera vor einem ist und dann ist das Gewicht nicht perfekt balanciert. Mhm. Der Vorteil hier bei diesem Rig ist so, und so würde ich es genauso machen. Also genau, man nennt das Rig, diese Konstruktion, die das auf der Schulter hält, dass der Schwerpunkt genau hier in dieser Achse ist. Heißt, ich kann das auf meine Schulter packen und es ist ausbalanciert. Ich kann auch vielleicht mal ganz kurz die Hände weglassen und es ist trotzdem noch auf meiner Schulter. Ah, ich verstehe. Und bei anderen ist es das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel eine DSLR-Kamera habe, dann haben die Hersteller das folgendermaßen gemacht. Es basiert ja hier auf so einer Art Stützsystem, was man hier sehen kann. Und ich habe hier überall solche Rohre. Mhm. Und diese Rohre hier... Diese Rohre hier. So sieht eine DSLR-Kamera aus, ne? Genau, in relativ kompakten kleinen Hand. Das ist eine normale Fotokamera. Genau, das ist jetzt. Die ist einfach auch ergonomisch nicht dafür gedacht, Filme zu drehen. Okay. Die muss ich auch erst dementsprechend. Mit dem Halten, der Korpus sozusagen, genau das Display. Das Display ist ja meistens dann eh da hinten. Genau. Heißt, hier gibt es jetzt so einen externen Viewfinder, der ist elektronisch. Der jetzt mit der AF-1.1 hier funktioniert, aber auch mit der DSLR. Also ich kann dieses Rig innerhalb von, sagen wir mal, 10 Minuten, ich baue die hier aus und packe die dafür rein. Okay. Dann funktioniert die genauso. Was sind denn Gründe, die eine Kamera zu benutzen oder die andere? Also der Grund für mich ist bei der Kamera, dass sie näher an den professionellen Bereich kommt. Das heißt, ich kann erstmal 6 Stunden maximal irgendwie können die internen Chips in eins durchdrehen, weil die Kamera schaltet, glaube ich, nach 15 Minuten, ich habe es noch nie ausgereizt, ab. Eine halbe Stunde kann man, glaube ich. Oh. Also mittlerweile ist es schon so halt mit den neueren Modellen. Das Problem war bei diesen Canon DSLRs, bei den älteren Generationen, wir reden hier von der Canon 5D Mark II, Canon 7D, diese Modelle, die hatten sozusagen ein 12-Minuten Time-Limit. Also wenn ich ein Interview gedreht habe, und das Problem hatte ich auch, wenn ich einen Dokumentarfilm gedreht habe, komplett mit diesen Spiegelreflexkameras vor 3 Jahren für einen Fernsehsender. Wir haben viele Interviews gedreht und oft war es so, dass es 12 Minuten lang halt so einen Dialog gab oder der war noch länger, das Interview. Verstehe. Wir reden ja jetzt auch länger. Richtig, und nach 12 Minuten war ich da, ich war jetzt 11 Minuten, schau hinten aufs Display, 11 Minuten, oh je, er redet ja immer noch. Und du bist nicht reingegangen. Okay, jetzt bin ich hier gleich bei 12, aber er hat zum Glück kein Hawaii-Hemd an, deswegen kann ich vielleicht bis 14 Minuten drehen. Das Hawaii-Hemd ist nur mein toller Vergleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen schwarzen Deckel aufs Objektiv vorne drauf mache und ich drehe jetzt zum Beispiel nur ein schwarzes Bild, okay, dann habe ich ja keine Bildinformationen, die durch den Sensor gehen. Okay. Dann kann ich ganz fast, ich habe es mal ausprobiert, fast 30 Minuten am Stück aufnehmen. Mhm. Aber sobald ich jetzt hier eine Person habe, die ein richtig verrücktes Hawaii-Hemd anhat, wo viele Informationen und viele Farbinformationen und im Hintergrund fliegen auch noch Papageien durch und alles Mögliche und es passiert viel im Wasserfall, dann kann es sein, dass es vielleicht auch mal 11 Minuten geht. Warum? Aber jetzt reden wir ganz viel über Technik an der Stelle und ich finde, bei einer Kamera geht es ja auch immer ums schöne Bild. Also, das ist das A und O, der Look. Oder? Und da ist der Unterschied, jetzt, wenn ein Look entsteht, das, was du filmst, was du dir einrichtest, dann fällt das durch erstmal eine gute Linse und dann fällt es auf einen Chip und die Linse und der Chip und die Interpretation von dem Prozessor, der in der Kamera sitzt, die macht zum Schluss den ersten Teil eines Looks aus. Okay. Das heißt, bei einem Film ist es so, das fällt durch die Linse auf den Film. Dann hast du ein gewisses Material, ob du jetzt Kodak hast oder Fuji. Ja. Und dann hast du da schon mal Unterschiede. Mhm. Das heißt, bei einem Sensor wie dieser Kamera, da der die ähnliche Größe hat wie Super 35 Film, da entsteht natürlich, du kannst mehr bei einer gleichen Blendengröße mehr freistellen oder weniger. Also du hast, wenn ich jetzt hier eine 2.8 Blende habe und diesen Chip, dann hast du einen gewissen Bereich freigestellt. Wenn ich jetzt eine andere Kamera nehme, sieht das anders aus. Mhm. Ich sehe, wir müssen uns, müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen, weil das Look ist sehr, Look sehr ist weites Thema. Allein Look, Thema, oder? Ja. Weil, wenn ich richtig informiert bin, korrigiert mich, wenn ich da jetzt Käse erzähle, aber bei so einer DSLR-Kamera ist der Toleranzbereich dessen, was scharf ist,
der ist kleiner wie bei einer, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Filmkamera. Das bedeutet, im Grunde, wenn wir mit so einer kleinen Kamera arbeiten, bräuchte man eigentlich immer einen, der die Schärfe zieht, im Idealfall, oder? Wie macht man das dann alleine, Sebastian? Muss nicht unbedingt sein. Also ich habe auch relativ viel gemacht, wo ich selber Fokus gezogen habe. Mhm. Also viele Produktionen. Klar, wenn ich jetzt bei einer großen Produktion war, und jetzt können wir mal ganz kurz über Lucasfilm vielleicht mal ganz kurz reden, weil das ist eigentlich das perfekte Thema. Weil bei dem Set waren zwei große Sony F35 Kameras. Das war so die A- und B-Kamera. Mhm. Oder eigentlich die A-Kamera, die die meisten Aufnahmen gemacht hat. Also es sind typische Filmkameras. Typische Filmkamera. Es war ein Kinofilm, eine Hollywood-Produktion. Mhm. Und ich war der Kameraassistent für Philipp Blum eben und er hat die DSLR-Unit geleitet. Heißt, wir haben auf einer Canon 7D größtenteils gedreht und teilweise auch in der 5D Mark II, es kam auch eine 550D vor. Also wir haben diese ganzen DSLRs. Aber die neuen Generationen, die nicht diese Einschränkung haben mit den 12 Minuten? Das ist, oder? Das ist ja beim Filmset eh normal, egal, also beim Dokumentarfilm ist es toll. Ja, aber ja, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, so ein 12-Minuten-Take kommt eher selten vor. Halt. Ja, das letzte Mal gesehen. Dann brauchen wir ja nur noch 9 Takes oder so und dann haben wir einen kompletten Stille. Große Stille vielleicht. Da wird es eher schwierig. Entschuldige bitte. Und da haben wir eben diese DSLR-Kamera verwendet. Es war auch ein Fokusbuller dabei, ein zweiter Kameraassistent. Also es war alles höchst professionell und die Kamera wurde extrem aufgeriggt. Also dieses, alles, was außenrum war, es kamen, die Kamera selber war modifiziert, heißt, die wurde aufgefräst, der Spiegel wurde rausgemacht und ein PL-Mount wurde integriert, dass wir Cinema-Optiken verwenden können, heißt von Zeiss, Ultra Prime, so Master Prime, somit das Beste, was es gibt, wurden vorne montiert. Und da war natürlich noch vieles andere außenrum, Waveform-Monitor, unterschiedliche Monitor, also das kann man sich gar nicht vorstellen, alles außenrum war um zig teurer als die Kamera selbst. Halt. Also der Vorteil ist, warum nimmt man die dann noch? Ja, also die wurde damals verwendet, die Kamera, weil getestet werden sollte, ob diese Kamera sich eignet für die Star Wars TV-Serie, die gedreht werden sollte. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass sie definitiv das machen könnte in dem Bereich, weil über 200 Shots eben von der DSLR im fertigen Film sind. Und es wurden größtenteils eben so Close-Up-Aufnahmen, weniger so totalen, sondern viele Close-Up-Aufnahmen, Medium-Close-Ups, also von diesen Einstellungen, also viele Naheinstellungen wurden verwendet, weniger als die totalen. Weil gerade bei den totalen sieht man dann wirklich den Unterschied zwischen einer Canon DSLR und einer professionellen Filmkamera, weil da der Schärfeverlust wirklich enorm ist. Ich rede nochmal ganz kurz zu dem Schärfeverlust, was das ist. Der Schärfeverlust ist ganz einfach deswegen, der Sensor ist ja ein Fotosensor, der da drin ist. Mhm. Und der hat eine relativ hohe Auflösung von 5000 Pixel mal noch irgendwas. Also es ist kein Full HD. Und der Sensor muss ja irgendwie, das muss irgendwie runtergerechnet werden auf Full HD. Mhm. Also auf 1920 mal 1080, weil das gibt diese DSLR aus. Und die hat nicht die Kraft, dasselbe herunter zu skalieren, sondern die macht es das so, dass nur jede dritte Zeile ausgelesen wird. Mhm. Ja, und dadurch habe ich einen Verlust von Bildinformationen und dadurch habe ich es oft so unscharf, dass alles immer so relativ soft ist bei der DSLR. Ja. Ja, Erhard, du bist seit über 20 Jahren jetzt als DOP unterwegs. Wie hast du denn diese ganze technologische Entwicklung gesehen oder wie siehst du das denn? Also ich war eigentlich sehr begeistert, als die DSLRs rauskamen, weil die DSLR, wenn, muss ich kurz korrigieren, also wir haben einen Kleinbildfilm, der in der Diagonale fast an die Größe eines 17 mm Films rankommt, wie früher die großen Super Panasonic Kameras, wo Ben Hur mitgedreht wurde, die wiegen ja hunderte von Kilo. Und eine Super 35, also früher wurde der Kleinbildfilm praktisch so in die Filmrolle eingelegt und wir haben aber nur ein halbes Fenster gehabt. Der Kleinbildfotograf kennt das Fenster so, 24x36 und der Filmer, der kennt im Grunde genommen 18x24, die Hälfte. Okay. Und darum braucht man im Grunde genommen, und jetzt komme ich da drauf, kürzere Brennweiten. Das heißt, lange Brennweiten, weil ich komme von der Fotografie, mein größtes, was ich ausleuchten muss, war 18x24 Zentimeter. Oh. Das sind so große Negative. Oh, die sind groß. Das heißt, ich arbeite mit solchen Brennweiten. In Megapixel kann man sich mal umrechnen. Und ich bin es gewohnt, wenn ich im Grunde um eine ganze Figur, wenn ich dich so fotografieren würde, würde jetzt schon der Hintergrund verschwinden. Mhm. Also von da, wo du sitzt, machst du ein Foto von mir hier. Und der Hintergrund ist weg. Also lange Brennweiten sind erstmal dafür da, dass ich den Hintergrund verschwimmen lassen kann. Kurze Brennweiten, zum Beispiel, wenn wir hier, das sind, wie, wo wir gerade mit aufgenommen werden, das sind 2/3 Zoll Objektive. Okay. Die fangen hier mit 7 oder 8 mm an. Wenn ich hier ein 8 mm vorsetze, hätte ich ein Fischauge. Das heißt,
Diese Brennweiten haben den Charakter durch den Aufbau, dass sie permanent alles scharf abbilden. Mhm, verstehe. Ja, jetzt haben wir die Theorie. Okay, wir sehen, die Theorie ist komplex. Die habt ihr alle drauf. Das habt ihr in den ersten Teil der Sendung sozusagen auch schon unter Beweis gestellt. Jetzt aber, Karl, würde mich interessieren, wie wird man mit diesem ganzen technisch-theoretischen Fachwissen ein guter Kameramann? Mal ganz simpel. Ja, die ganze Technik bringt dir nichts, wenn du nicht... Ich sage, du musst da auch ein kleines Gespür, du kannst viel lernen, du brauchst ein Gespür für Gestaltung. Ich weiß nicht, ob es im Kindesalter anfängt. Mhm. Ich denke, es fängt so zwischen 3 und 5 Jahren, so irgendwann fängt das an. Fantasie, du musst Ideen haben, es gibt Regeln, an die kann man sich halten. Okay. Da wird es philosophisch. Okay. Also da unterscheidet sich dann wirklich der gute Kameramann vom Megastar. Diese letzten... Kann man das 14% sehen? Du siehst es 10% sowas. Also man sieht, okay, der wählt den Bildausschnitt, der wählt ihn aber noch ein Stück anders. Der schneidet noch ein ganz kleines Stück anders an. Und das ist dann ein Zusammenspiel. Also das Auge, dann natürlich muss ich mit der Technik auskennen, was kann ich für ein Bild erzeugen. Also das kreative Tool, eine Kamera als ein kreatives Werkzeug nutzen, um dann das Bild einzufangen. Also ich glaube, da... Ja, Sebastian, was mich da, genau, du bist ja... Im Augenwinkel habe ich schon gesehen. Ja, der Sebastian, der scharrt schon mit den Hufen. Und zwar deswegen, weil du ja, genau, weil du, das muss ich ja sagen, das Phänomen geschafft hast, von der Idee, deine Tochter zu filmen und dir mal eine 7D so gekauft hast, ne, weil es sie beim Mediamarkt wahrscheinlich irgendwie gerade im Angebot gab, innerhalb von 4 Jahren es geschafft hast, tatsächlich ein sehr renommierter Filmemacher zu werden und ein sehr großer, anerkannter Spezialist, vor allen Dingen im Bereich DSLR. Ja. Ich find's hast du Tag und Nacht nichts? Ich frage mich, ob hast du das geschafft hast. Bist du ein Kameranerd? Also muss man als Kameramann auch ein kleiner Nerd sein? Und wenn ja, sag nein, dann ist es. Genau. Nee. Also ich und Nerd, nein. Nein, aber erzähl mal. Spaß beiseite. Ja, ich bin schon ein bisschen so ein Technikfanatiker halt. Ich finde so ganze so technische Spielereien schon immer recht lustig. Aber allerdings bin ich auch irgendwie mittlerweile ein bisschen so gelangweilt von diesen ganzen technischen Neuerungen. Ja, aber bist du denn ein Ästhet? Jetzt sind wir schon wieder bei Technik. Ich bin da, glaube ich, schon auch ein bisschen Ästhet. Und ich glaube auch irgendwie, ich bin der Meinung, ja, dass all die Kameras alle schöne Bilder machen. Mhm. Ob die jetzt hier mehr Bilder hier schießen kann oder bei höheren ISO-Werten rauschfreier ist und all diese technischen Spielereien, das ist meiner Meinung nach mittlerweile mir völlig egal, weil... die Kamera ist völlig unwichtig eigentlich. Das Auge ist wichtig. Mhm. Und was das andere, was wichtig ist, und damit kann man eigentlich auch ein iPhone schön wirken lassen, ist, wie man Licht setzt. Okay. Und gerade das Licht ist eigentlich so das Essentielle, so wie die Kollegen hier, die uns gerade filmen, uns eingeleuchtet haben. Ich hoffe, ich schaue gut aus. Und die zwei Kollegen das auch. Das hat mit Licht nichts zu tun, wie du aussiehst. Ja, okay. Es hat schon was mit Licht zu tun. Okay. Mit Sicherheit. Was macht denn das Licht aus? Wie sieht man denn aus, wenn man nicht gut aussieht, also nicht von ästhetisch, sondern wie sieht man denn kameramäßig gut aus und wie sieht man kameramäßig schlecht aus? Ich kann es dir relativ leicht erklären. Am Sebastian? Ja. Okay, warum sieht der Sebastian heute so gut aus? Und wenn der im Neonlicht steht und sich im Spiegel anguckt unter einer Leuchtstoffröhre, die da drin hängt, die einfach flächiges Licht macht, das heißt, es ist einfach nur für den normalen Menschen hell macht. Das ist vollkommen richtig, aber jetzt geht es um die Toiletten ganz kurz und da habe ich eine gute Anekdote, weil ich habe einen Film gedreht in der Schweiz. Okay. Und die hatten wirklich tolle Toiletten. Ich muss es erzählen, weil die hatten wirklich ein Lichtdesign. Es war wunderschön. Die hatten links eine schöne Leuchte und rechts eine schöne Leuchte. Und ich stand da in der Toilette und ich habe gedacht, heute schaue ich aber verdammt gut aus. Und ich gehe so raus und so und schaue meinen Lichtmenschen an, damit ich mir immer da bin. Warst du auch gerade auf der Toilette? Und ich so, ja. Und wir wussten genau, was wir wollten. Weil wir sahen einfach super ausgeleuchtet aus. Abends, also Sonnenuntergang oder, cool. oder morgens, wenn die Sonne aufgeht. Einfach, das sind ja verschiedene Farbtemperaturen. Das eine ist eher blau, das andere ist eher rot. Dann sagst du Kerzenlicht. Oder jetzt gibt es verschiedene Scheinwerfer, wenn einem manchmal sagt, oh, das ist so warm, es hat so eine warme Stimmung. Und oft sind, das schafft auch eine Art von Nähe, ist wahrscheinlich in die Uhrzeit. Atmosphäre so einfach, ja, Atmosphäre, mit unterschiedlichen Farben. Mit verschiedenen Farben, das ist wirklich, wie er sagt, das ist der Pinsel. Damit kannst du Farben setzen, also nicht nur hell und dunkel, sondern auch Farbtöne. Und das ist... Das gestaltet ein Bild, was erstmal gut sein muss, also die Kulisse muss gut sein. Kannst natürlich wie eine Schminke im Gesicht, du kannst dann noch Konturen verstärken und kannst einen Mensch, der schön ist, noch schöner machen. Mich würde das mal interessieren, wie eng ist denn dann von Seiten des Kameramanns und natürlich der Oberbeleuchter, der ja dann dementsprechend für das Lichtsetzen an einem etwas größeren Filmset dann auch verantwortlich ist, aber auch die Zusammenarbeit mit den Make-up-Leuten, mit dem Make-up-Department. Absolut. Essentiell, oder? Ja, es wird...
guckt man sich das Making-of von The Hobbit an, da ist ganz lustig, weil da schminken sie die, da haben sie eine Szene aufgebaut, wo sie in diesem Wald sind, bei diesem, wie heißt der noch, dieser kleine Zauberer mit der... Ach, der im Wald ist, genau, der Waldschrat. Der im Waldschrat, ja, genau. Und da ist so ein Pilzwald und da ist alles so psychedelisch und da ist er, und da laufen die durch und dann müssen sie natürlich, um die Farben richtig im Color Grading rauszuholen, weil die verdecken ja manchmal die Farben, das kann man nicht alles maskieren dann in der Post-Production, müssen sie natürlich die Schauspieler auch so schminken, damit die Farben wieder zusammenpassen. Das heißt, das Licht, das Make-up und die Kulisse müssen da zusammenspielen. Und dann gibt es. Wie kriegt man sowas denn hin? Also gibt es dann sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen. 250 Millionen Dollar klappt dann. Ja, aber okay, das ist die finanzielle Seite. Aber gibt es denn, er hat da so einen Standard? Also, dass du sagst, okay, wir haben ein Maß, was weiß ich, Kelvin zahlt oder irgendeine Einheit, mit der man das messen kann. Und dann gibt es Schminke, die dann diesen Effekt erzeugt. Der Beleuchter hat dann irgendein Rädchen, an dem er drehen muss. Wie kriegt man das tatsächlich dann ein gutes Ergebnis hin? Gibt es da, wie gesagt, so einen Standard? Also mein Standard ist ja eigentlich immer, mit dem vorhandenen Licht zu arbeiten oder arbeiten zu müssen, weil ich, wenn ich früher meine Dokumentarfilme gedreht habe oder meine Dokumentationen in der sogenannten dritten Welt und ich bin in irgendeine Blechhütte marschiert oder sowas, dann kam da irgendwie durch die Löcher, die dann vielleicht wahrkommen, kam Sonne rein. Ja. Und da musste ich mit dem vorhandenen Licht arbeiten. Oder ich habe so ein kleines Kopflicht gehabt, da kann ich keine Leute schminken oder sowas. Aber kann man dann schöne Bilder trotzdem machen? Ja, man kann wunderbare Bilder. Was sind dann diese schönen Bilder? Wunderbare Bilder machen, warum sind die dann? Weil man kann die wunderbaren Bilder noch wunderbarer machen, wenn man jetzt mit den großen Sensoren arbeitet. Das heißt, ich kann das Unwichtige hinten als Farbkleckse darstellen, was früher scharf abgebildet wurde als Hintergrund. Und jetzt arbeite ich mit Farbklecksen und kann sogar ein bisschen überbelichten, ein bisschen fuschen in Anführungsstrichen, weil das Überbelichtete hinter wirklich im Grunde genommen ein gemalter Hintergrund ist, wollen wir mal so sagen. Wie durch eine Milchglasscheibe. Ja, also im Grunde ist Post-Production nicht alles, sondern man muss auf jeden Fall schon am Set die Arbeit richtig machen. Ja, klar. Und wie das die großen Profis machen, das sehen wir im Folgenden beim heutigen Film der Woche. Viel Spaß damit. Die Ostsee von oben. Und zwar nur von oben. Erleben Sie das Meer vor unserer Haustür. Die gesamte Ostseeküste zwischen Flensburg und Usedom. Gefilmt mit der besten Helikopterkamera der Welt. Sebastian, als Kameramann ist es dir natürlich eine Herzensangelegenheit, schöne Bilder zu machen. Was für Bilder empfindest du denn persönlich als schön? Einstellung? Das ist eine richtig schwierige Frage. Dafür bin ich berühmt-berüchtigt, für die schwierigen Fragen. Ja, weil was sind schöne Bilder? Genau, deine Meinung. Schwierig, das zu erklären halt, ohne dass man sieht. Okay. Also oft entstehen halt schöne Bilder vor Ort halt. Also klar, man kann sich immer irgendwie ein Storyboard halten und so. Und man hat ein Storyboard und hält sich da dran, weil man gerade eine Werbung dreht. Aber oft entstehen dann auch vor Ort eben dann Ideen oder ich merke dann auf einmal, hey, der Ausschnitt wäre doch viel schöner, weil sich dann vieles einfach kreativ am Set erst entwickelt. Wenn du sagst, es entwickelt sich am Set, springst du dann oft ab von dem Storyboard? Weil im Grunde beim Storyboard ist ja so, du hast ja dann vorgegeben, aus welchen Blickwinkeln, ob du eine Totale hast, ob du ein Close-Up hast oder klar so. Hab ich im Storyboard dann
Vorgaben halt, aber ungefähr kann man dann trotzdem noch mal, sag ich mal, da leichte Anpassungen machen. Mhm. Klar, auf dem Storyboard steht auch, hey, diese Einstellung jetzt 3 Sekunden, und da muss man sich auch strikt dran halten. Aber oft entstehen wirklich da irgendwie neue Dinge halt und neue, auch jetzt, sag ich mal, in Zusammenarbeit mit dem Team und mit dem Regisseur. Mhm. Und klar, der Regisseur, der gibt auch immer relativ viel vor und sagt zum Beispiel, okay, ich hätte gerne die Einstellung so und so und so. Und dann muss man manchmal auch, und das ist manchmal so auch ein bisschen so ein Kampf zwischen Regisseur und Kameramann, würde ich mal sagen. Okay. Das heißt, ein Kampf halt. Du bist ja auch Director. DOP ja, steht ja, ja, für Director ist das schon so, aber oft ist es dann, es kommt dann immer drauf an, mit welchem Regisseur man arbeitet und so. Mhm. Man muss ja mit mir arbeiten. Ja, ist klar, mit Karl habe ich null Probleme. Ne? Okay. Hier. Was sagt er jetzt? Sag ich jetzt. Aber das ist die offizielle es kommt schon Version. Mal oft so vor, halt, dass der Regisseur meint, ja, wir wollen das jetzt so und so drehen, wo ich mir dann denke, oh, das ist eigentlich jetzt nicht so toll. Halt. Okay, jetzt wir müssen mal ein bisschen konkreter werden, weil unter so und so kann ich mir ganz, ganz wenig vorstellen, trotz sehr gelungener Handbewegung an der Stelle. Und zwar, ich stelle mir mal vor, der Kameramann, du hast die Idee, an einer Stelle ein Close-Up zu machen, die Augen zu zeigen, um eine Emotion zu transportieren. Und der Regisseur sagt dir an der Stelle, nee, ich will da eine amerikanische Einstellung haben oder eine etwas weiter entfernte Einstellung. Ja. Wie sieht denn da so ein typischer Dialog aus? Sagst du dann, warum du Close-Up machst? Ja, da geht man mal zusammen dann kurz in die Ecke halt, weil es muss ja nicht jeder mitbekommen halt. Dann diskutiert man mal auch mal darüber. Aber im Endeffekt ist es ja auch nicht so viel Arbeit jetzt, wenn ich jetzt eine Einstellung von einem Close-Up haben will, dass ich die schnell noch mitnehme. Naja, aber du brauchst eine andere Linse unter Umständen, oder? Ja, aber die wechsle ich schnell und es ist eine Sache von 2 Minuten oder so oder 1 Minute und dann ist es. Aber in der Regel bespricht man es wahrscheinlich schon bei einem Drehbuch, oder Karl? Wie ist denn das? Du hast das Drehbuch, du hast die Dialoge, du hast das ganze Skript und dann weißt du ja schon, was wo wie kommt und schreibst dir auch auf, was du im Vorfeld mit dem Regisseur schon besprochen hast, oder? Ich glaube, dass es da nicht riesige Diskussionen gibt, weil der Regisseur weiß, was er, wie er die Handlung und dass er das Spiel wirklich rüberbringen will. Und dann weiß er auch, dass er die Einstellung braucht. Mhm. Und wenn ihm das der Kameramann anbietet, dann hat er es entweder vergessen. Okay. Oder es bietet ihm noch eine Variante. Und wenn es jetzt kein Zeitdruck ist, wird er das mitnehmen. Ja. Okay. Definitiv. Okay. Und wenn er die als Schauspieler auch noch in Beschlag nehmen kann nochmal und die nochmal einmal spielen müssen. Okay. Also dann wie ist denn da der ist Einsatz richtig aufgelöst, ist eigentlich bevor man loslegt, genau. Löst man auf und dann. Wie ist das, wenn man nicht noch bespricht es dann auch vorher eben. Also alles man klar. Geht auch die kompletten, man geht mit dem Regisseur durch und sagt so, dann machen wir die Fahrt so und so und dann bespricht man das eigentlich. Im Endeffekt läuft das eigentlich auch alles relativ reibungslos. Okay. Klar gibt es da immer irgendwie, es ist ganz normal, es ist menschlich. Ne? Ja. Also es ist in jedem Bereich Zeitdruck. So. Oft ist Zeitdruck. Oft ist Zeitdruck dann auch das Problem. Und dann muss man manchmal auch Kompromisse eingehen und sagen, okay, das können wir jetzt vielleicht doch nicht so machen, weil das kostet uns zu viel Zeit. Ist es im Dokumentarbereich auch so, Erhard, dass du diese Probleme hast zwischen Kameramann und Regisseur oder ist es da anders? Also es gibt größere Freiräume, es ist nicht so eng gestrickt wie bei meinen Kollegen hier. Ja. Aber ich möchte nochmal aufgreifen, du hast gesagt, schöne Bilder drehen. Ja, genau. Ich habe als Fotograf gelernt, dass ich beim Film auch nicht schöne Bilder drehen muss, um den Film erzählen zu können. Mhm. Ich habe am Anfang natürlich auch nur schöne Bilder gedreht, aber das hat dann nicht die Geschichte erzählt. Warum nicht? Weil nur schöne Bilder da waren, aber die Füße, die Handbewegung, alles, das Huschen irgendwie im Hintergrund, irgendwas, was wichtig war, um wieder reinzukommen in die Geschichte, habe ich vergessen. Das, ach okay, so, also es so lenkt dich ab von der Arbeit, meinst du so ein bisschen, nein, wenn du dich zu sehr auf schöne Bilder konzentrierst? Nein, jetzt baue ich das alles automatisch mit ein. Ich scanne mit meinen Augen meine Umgebung ganz anders, aber als Fotograf, ich habe ja in den 80ern angefangen, mich mit Film auseinanderzusetzen, habe ich so viele Fehler gemacht, weil ich es nur aufgebaut hat wie eine Fotografie. Mhm. Also Bild an Bild an Bild sozusagen, oder? Ja, auch nicht nur. Ich hab einfach vergessen, sogenannten Zwischenschnitte zu machen. Die Bilder, Hände groß und so weiter, ich habe Halbtotale auf ganz Totale und so weiter zusammen geschnitten oder aneinander geklebt, wie es ja damals war, hat man noch nicht großartig schneiden können und so. Und das habe ich halt in der Dokumentation, muss ich so schnell sein, wenn ich mich mit fremden Menschen, also wo ich auch eine Sprachbarriere habe, zu verständigen habe, muss da was drehen, dann muss ich so schnell um die rumlaufen und so weiter und die Emotionen, wie du sagst, einfangen von der Totale. Und da ist natürlich schön, wenn man einen Zoom hat, die Erfindung des Zooms, nicht wie beim Fotozoom, dass du hier einen Dreifach-Zoom hast oder einen Vierfach-Zoom, sondern meinetwegen 20-fach-Zoom oder sowas. Das heißt, du hast vom Weitwinkel bis
die Kirchturmuhr, close, könntest du dann machen. Also du könntest das halbe Dorf zeigen und dann die Kirchturmuhr. Mhm. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Sebastian, ist es denn im heutigen Zeitalter dann ein bisschen einfacher? Wir haben ja gehört, der Erhard hat, als er angefangen hat in den 80ern, noch richtig wirklich geschnitten im Schnitt. Und heute hast du ja Programme, die dir die Übergänge bauen und sonst irgendwas für Varianten. Wie empfindest du das? Also in der Post-Production dann selbst? Ja, auch beim Film, weil du kannst ja ganz anders an die Sache rangehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du analog filmst, musst du dir schon überlegen, was du filmst und musst im Vorfeld schon eine ganz andere Vorbereitung machen. Bei analog, bei digital so rum, kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr draufhalten, oder? Ja, leider habe ich dieses Analog-Thema nicht mitbekommen, weil ich denke, man lernt da relativ viel blind zu filmen. Eigentlich. Im Endeffekt heißt das ja blind filmen, weil du weißt ja eigentlich nicht wirklich, was später dann nach der Entwicklung des Films eben rausgekommen ist. Ob ich überbelichtet habe, ob ich unterbelichtet habe. Mhm. All diese Themen halt sehe ich dann nicht. Heißt, es ist dann noch so ein relativ großer Nervenkitzel da, bis dieses Material dann zu sehen ist. Leider habe ich das nicht mitmachen dürfen, weil ich denke, das ist eine relativ gute Erfahrung, die man da sammeln kann, eben, um auch eben schneller zu arbeiten, um auch mit, sag ich mal, weniger Schnitten zu arbeiten. Weil klar, wenn ich Film verwende, gerade analog. Ja, George Lucas hat das ja so gemacht, ne? Also, der ist eigentlich schon immer so ein großer Digitalfreund. Genau, der ist. Gerade wenn ich analog filme, dann ist es auch so, dass ich weniger drehe, weil jeder Meter Film kostet ja auch Geld. Auch im Schnitt, also und die ganzen Kosten, die da anfallen, sind enorm. Und bei digital ist es halt so, dass jetzt echt jede Menge gedreht wird und immer gedreht wird und teilweise zu viel gedreht wird und weil es völlig egal ist. Aber das ist das nächste Problem eben, dass wir eine enorme Datenflut haben. Gerade jetzt bei den größeren Kameras. Wenn ich jetzt von der DSLR rede, das ist ja überschaubar. Mhm. Aber gerade wenn ich jetzt mit einer Red Epic oder so drehe oder Red Scarlett, dann habe ich RAW und dann habe ich enorme Datenmengen, die man sich kaum vorstellen kann. Und das sind bei uns zum Beispiel beim letzten Projekt auch 1 Terabyte an Daten an 3 Drehtagen. Also hat sich im Grunde der Arbeitsprozess des Filmemachens vom Analogen zum Digitalen insofern verändert, dass man bei dem Analogen sich im Vorfeld mehr Gedanken machen musste und mehr gemacht hat, weniger Material produziert hat und jetzt mehr Material produziert, was auch immer noch größer wird. Das wird deswegen also, gibt es ja dann einen neuen Mitarbeiter am Set, den DIT halt einfach, der eigentlich nur dafür zuständig ist, die ganzen Daten zu verwalten halt. Digital Image Tech. Okay. Digital Image Tech, Technischen, okay. Genau, der wirklich nur dafür da ist, eben die Daten zu sichern, zu archivieren. Dann kann man auch teilweise gleich direkt, weil die Sachen, die aus der Kamera rauskommen, die sind ja alle in einem relativ flachen Format gedreht. Heißt, das ist alles grau in grau eigentlich. Also vom Look her. Okay. Also das ist relativ grau in grau. Und dann kann der DIT zum Beispiel auch gleich direkt so ein Lookup-Table, heißt so eine Farbkorrektur drauflegen, wie der finale Film dann ausschaut. Haben die das anhand von Probeaufnahmen im Vorfeld schon festgelegt, so eine Art, wie die Farben aussehen sollen? Ja das ist, da ist, wird's dann wieder sehr, wird sehr speziell. Jetzt, wenn man jetzt, das ist jetzt speziell angesprochen auf RAW. Ja. Wenn man RAW filmt, bei RED ist das so, dann da gehst du. RAW ist ein Format. RAW ist ein Format, in dem du filmst. Mhm. Das kann man also sagen, so wie, es ist ein Negativ. So wie ein MOV. Ah, ja, okay. Wie ein Negativ, genau. Wie ein Negativ. Das sind die reinen Sensordaten. Die sind noch nicht so wie ein. Der Consumer kennt, das ist ein JPEG, ist zum Beispiel ein finales Bild. Bild. Eine Datei, die man benutzen kann bei Facebook hochladen. Genau. Und dieses RAW ist eigentlich, beinhaltet Sensordaten. Mhm. Also was der Chip, wie viel Licht wo auf den Chip gefallen ist. Und das sind einfach nur mathematische Zahlen. Und es muss noch konvertiert werden. Das muss interpretiert sozusagen. Werden. Oder interpretiert, ja. Genau. Mhm. Und dann, da ergibt sich natürlich zum Schluss dann das finale Bild raus. Und das ist bei jedem Hersteller ein Stück anders. Aber da, so ist dann der Look. Und da redet ja dieser DIT. Der kopiert die Daten und kann dann schon Sachen vorbereiten. Das heißt, der verpasst diesen rohen Sensordaten für den also in dem Fall nicht End-User, aber der kann den so einen imaginären Look verpassen. Geben, so wie es am Ende aussehen, genau, wie es aber am Ende aussehen könnte in einer perfekten Welt, abgesprochen mit dem Regisseur im Zweifelsfall. Jetzt hast du ja beide Seiten schon gemacht. Also du hast in den 80er Jahren angefangen mit analog, jetzt arbeitest du ja auch digital, wie wir sehen. Wo siehst denn du Pro und Contra? Pro ist auf jeden Fall digital. Okay. Weil es gab früher sogar noch bei den Öffentlich-Rechtlichen die Angabe, auch als es schon Beta SP gab und so, ein Drehverhältnis von, sagen wir mal, 1:4 einzuhalten. Das heißt, von einer Minute, die gesendet wird, dürfen 4 gedreht werden. Mhm. Ich sage mal, heute drehen wir 1:1, eine Minute, eine Kassette. Das ist so ein Scherz. Okay. Eine Kassette oder ein Chip von 64 Giga oder sowas, das ist dann über eine Stunde. Mhm. Und das ist dann 1:1. Wir senden eine Minute und drehen und drehen und das, was die Kollegen schon teilweise gesagt haben. Und ich habe es mir auch angewöhnt, weil für mich auch der Sound wichtig ist, einfach
anzuschalten, ob das Bild da wackelt und dann erstmal stabilisieren, weil ich nicht weiß, wird jetzt was Wichtiges gesagt, gehört oder wie auch immer. Okay. Weil ich kann immer noch, das Bild kann ich korrigieren, den Ton eigentlich nicht. Das heißt, wenn ich ein Zwischenbild schaffe, kann ich den Ton noch nutzen, auch wenn es am Anfang noch gewackelt hat, weil ich noch nicht richtig stabil war. Und darum finde ich das Digitale natürlich, das ist eine geniale Erfindung. Mhm. Aber ernstzunehmende Kameraleute aus Hollywood, die sind, die haben mal, ich glaube, der Kameramann von Christian, von Chris Nolan war das, The Dark Knight Rises, der gesagt hat, ich würde nie meine Ölmalfarben gegen Wassermalfarben eintauschen. Sprich, er ist wirklich ein ganz großer Gegner. Und man sieht es auch, ich habe das gesehen auch, das war derselbe, der auch gesagt hat, jetzt Iron Man 3, aktuell die Blickwinkel zum Beispiel, wie der geshootet ist, das würde ihm überhaupt nicht gefallen. Er kann auch überhaupt nicht die Einstellung verstehen und die Geschichte würde sich dadurch überhaupt nicht transportiert werden und sich erzählen. Und da denke ich mir so, okay, gibt es jetzt Standards oder gibt es keine oder gibt es eigentlich welche und manche brechen die nur aus Imagegründen oder? Ich finde, die Bildgestaltung ist mein Anspruch, jede Szene, die geschossen wird, die der Handlung dient, also die vorher immer sagt, okay, jetzt muss das und da passieren, hier ist ein Dialog. Für mich der Anspruch, es muss wie eine Reihe von geilen Fotos sein. Aha, das ist ja das, was der vorhin mal sagte, oder? Wo er gesagt hat, er kommt davon weg. Ja. Das ist aber bei vielen, guckt man sich CSI, Miami oder was auch immer an, die ganzen, diese Sendungen, die sind auf so einem Niveau gedreht, da ist von der Beleuchtung, von den Einstellungen, fast jedes Bild kannst du einen Still rausnehmen und es ist ein geiles Bild. Okay. Also da ist wirklich... Also eine Bildästhetik. Die Deutschen gehen da, ich will jetzt nicht über die Deutschen schimpfen, aber die gehen da eher ran wie, ich sage immer Tatort, das ist halt alles irgendwie scharf und dann machen wir die schärfsten Optiken der Welt drauf, Master Primes und Ultra oder wie die ganzen Dinge heißen, weißt du besser. Hauptsache scharf und vergessen aber auch ein bisschen die Ölfarben bei dem Ganzen. Auch die, ich finde, es geht viel um Look. Ein Film, ein Thriller hat eine gewisse Farbe, der hat einen gewissen Look. Der ist dunkel, der hat einen Blaustich oder einen Grünstich in den Tiefen und die Höhen. Und dann hast du einen Liebesfilm, der hat leichte Farben, lockere Farben und hat auch ein bisschen unschärfere Bilder, die freigestellt sind. Also da ist es drauf zu achten, von meiner Seite immer einen Look zu erzeugen. Okay. Ist das deine Erfahrung? Du hast ja viel mit dem ZDF zusammengearbeitet und so, dass da öffentlich-rechtliches Fernsehen andere Wege einfach immer noch betritt sozusagen als die Kinomacher in Hollywood? Und wenn ja, wo siehst du da die Unterschiede im Wesentlichen? Also, ich finde, dass das ZDF... sind besser geworden, ja. Ja, sind sehr viel besser geworden. Also sie sind, also gerade Planet E, was ich jetzt mitkriege, die fliegen mit Zeppelinen über Rheinfälle rüber und machen extreme Aufnahmen, wo du eigentlich nur von träumen kannst, die früher gar nicht möglich gewesen wären. Diese Dokumentationsreihe, die es sonntags um 19.30 Uhr gibt, ne? Terra X oder so heißt es, glaube ich. Ne? Planet E. Super Sachen, ja. Planet E, Entschuldigung. Planet E. Ja, egal. Genau. Und Terra X ist auch richtig, richtig coole Shots dabei. Da ist ein Wandel da, definitiv. Ja. Also das ist richtig toll. Ist aber auch digital, oder? Gefilmt. Ja, ja, klar. Genau, ja, ja. Aber es geht nicht um ZDF oder ARD und so. Oder auch die Privaten. Mhm. Das Einzige, wovon ich oder was ich schade finde, ist das Einsetzen von Weitwinkelobjektiven, wenn du von Ästhetik sprichst. Okay. Jeder kauft sich heutzutage, liebe Leute, falls ihr mich hört, kaufe mir ein 4,5 Millimeter Weitwinkel auf ein 2/3 Zoll. Das zeigt hier alles scharf und alles gleichzeitig und ich schwenke von links nach rechts und von oben nach unten und sage, ich stelle so eine Szene dar. Gerade wenn ich von der Fotografie komme, setze ich Weitwinkel so spärlich wie möglich ein. Und ich kann keinen Weitwinkel einfach so inflationär, wie heute das verlangt wird. Eigentlich warum wird das denn verlangt? Ja, was ich von den Kollegen höre, ja. Also warum? Nicht das, sondern warum? Doku-Soaps in Anführungszeichen, du kannst hin und her laufen, hin und her zoomen, stellst alles da, gehst wieder zurück und dann machst du ein paar Zwischenschnitte und dann hast du im Grunde genommen deine Doku-Soap fertig. Also das sind Sehgewohnheiten der Zuschauer auch, die sich daran gewöhnt haben, dass das nicht so hoch bildästhetisch ist. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, auch mit diesen Doku-Soaps, die er auch anspricht, eben dieses Scripted Reality, dieses ganze Thema, was in Deutschland ja
wirklich sehr erfolgreich ist. Riesenmarkt, ja. Wo ich mir auch denke, halt, alles ist schnell produziert, billig produziert und da können auch nicht mal die Kameramänner was dazu. Die müssen das halt schnell durchprügeln, weil dann der Redakteur schon wieder in den Ohren liegt, ey, wir müssen das schnell machen mit diesen Laienschauspielern. Also ich sag, wenn ich es jetzt vergleiche, also ich schaue mir kaum deutsche Serien an. Mhm. Ich habe gar keine Lust. Ich schaue mir lieber dann mal Homeland an oder Walking Dead oder irgendwelche US-Serien, die wirklich 1A produziert wurden, wie Kinofilme und habe Spaß dran. Und sowas, glaube ich, da gab es auch jetzt so ein bisschen so eine Diskussion, dass Deutschland eigentlich sowas überhaupt nicht hat auf den Sendern. Ich habe da in der Postproduktion gearbeitet und ich kenne genug Sprüche beim ZDF und bei ARD. Ach so. Mhm. Und da habe ich auch ein paar Sachen mitbekommen, wie die Regisseure funktionieren, wie das ist. Dann sitzt ein Redakteur dabei, der sitzt dann und dann wird sich unterhalten, okay, wie nennen wir jetzt den Film? Und dann wird gesprochen, okay, 56 plus ist unser Zuschauer, sind unsere Zuschauer, die haben eine gewisse, die legen da nicht so viel Wert auf, das ist eine gewisse Sehgewohnheit. Und dann sagt der Regisseur, ja, harter Schnitt und durchgedreht, das mache ich, das sagt er dann in so einem Nebensatz, das macht er, um sein Geld zu verdienen. So. Und das ist eine Nachbesprechung nach einem gedrehten Film oder im Vorfeld schon? Danach, ja. Nach dem Dreh. Ja, ja. Nach dem Dreh, wenn die Leute im Schnitt sitzen, gab es mal so einen ähnlichen Dialog. Es sind dann so, wo ich mir denke, okay, da ist jetzt wirklich auch Budget eigentlich da. Da wird von allen Steuerzahlenden wird richtig viel Geld eingetrieben, jetzt gesetzlich. Und warum machen die dann das nicht vernünftige Qualität? Das sind 7,5 Milliarden Euro, die eingetrieben werden. Warum machen die keine Qualität? Ja. Das würde ich jetzt aber auch nicht so sagen, dass sie nicht Qualität machen. Also wenn man dann zum Beispiel ZDF-Filme sieht, wie zum Beispiel Adlon war zum Beispiel... Aber da steht der Oliver Berben dahinter. Der hat ganz besonders viel... Ja, das sind einzelne Typen, die diesem ZDF und so aber weiter das, muss man das aus den Rippen leihen, das oder? Das muss man hochloben, weil das ist wirklich von der Qualität her, schauspielerisch wie von der Bildgestaltung her, sensationell. Mhm. Also das ist wirklich richtig gut. Dann gab es unsere Mütter, unsere Väter zum Beispiel. Sensationell halt. Und sowas würde ich mir auch immer anschauen. Ja. Okay. Das ist einfach richtig gut produziert. Klar kostet das auch viel mehr Geld, aber lieber schaue ich mir dann ab und an mal so einen Film an, als ich mich berieseln zu lassen von irgendeinem Trash. Mhm. Okay. Da sind wir froh, da sind wir uns einig, dass schon ein Look, der die Handlung perfekt, das ist ja auch wichtig, transportiert, ist glaube ich die Mischung, die oder? Ja. Aber ich muss dazu sagen, also ich muss ja auch, wenn ich normal für 2/3 Zoll arbeite, das heißt mit einem kleinen Sensor und mit diesen von der Bauweise her eher immer scharf Objektiven in Anführungsstrichen, ich drehe, seitdem ich drehe, mit offener Blende. Ich mache es mir wirklich schwer, das heißt, ich mache alle Graufilter rein, wenn schönes Wetter ist und ich fange sogar bis 125 an zu shuttern, wenn es nicht reicht. Was heißt 125 zu shuttern? 125, ich verstehe es, ist für mich normale Frage, aber ich glaube, der Rest nicht. Ja. Also normalerweise drehe ich ja mit 50 Halbbildern und wenn ich den Shutter erhöhe, dann mache ich das Bild im Grunde genommen für den Laien dunkler. Ach so. Das heißt, ich muss die Blende weiter aufziehen, weil das Bild dunkler ist und so erreiche ich eine Unempfindlichkeit, weil die Kameras heute super lichtempfindlich sind, eine Unempfindlichkeit der Kamera. Also es bedeutet, wenn du von links nach rechts schwenkst und hast eine Veränderung der Lichtverhältnisse, wackelt oder ist diese Veränderung auf dem Bild nicht so doll sichtbar, weil du die Kamera so voreingestellt hast, dass sie da nicht so empfindlich drauf reagiert? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ach, schade. Hat sich aber gut angehört. Da müsste man dann noch über die Funktion eines Shutters sprechen. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiges Thema, auch mit dem Shutter ganz einfach, weil dieser Filmlook, den eigentlich jeder anstrebt, den jeder haben will, gerade mit den DSLR-Kameras für junge Filmemacher, die gerade damit anfangen, Studenten, wie auch immer, die Kamera muss komplett manuell eingestellt werden, nichts darf automatisch sein und die Belichtungszeit, das ist dieser Shutter. Ach, das ist die Belichtungszeit. Davon habe ich schon mal was gehört. Es werden ja pro Sekunde 24 bzw. 25 Bilder. Also das heißt, in der Sekunde. Früher war das der Filmstreifen, jetzt ist es der Sensor und der wird belichtet. Und das muss man vorstellen, Objektiv, das Licht fällt rein, da ist der Sensor und zwischendrin war das früher eine Scheibe, die hat rotiert und dann hat immer freigegeben. Jetzt Licht auf Sensor, jetzt wieder kein Licht auf Sensor. Also mit einem Loch und das Loch hat sich gedreht. Das sind die einzelnen Bilder, die man mit dieses Klack-Klack beim Foto. Und diesen Filmlook bekomme ich eigentlich nur, den ich kenne, sage ich mal, zu 95% bei allen Filmen, bei einer Belichtungszeit von 1/50. Mhm. Aber manche machen dann auch, oder wollen eine Story erzählen mit dieser... Ist das eine Zeitangabe? Also eine 50. Sekunde wird bei 25 Bildern pro Sekunde? Ja. Okay. Also das ist alles immer, klar. Und dann habe ich den Filmlook. Habt ihr verstanden, dann oder? Ich auch nicht, Filmlook. Genau. Mathe war auch nicht mal. Egal. Aber trotzdem gibt es da noch was zu sagen, weil es gibt auch, man kann damit auch eine Story erzählen, ganz einfach mit der Belichtungszeit. Da gibt es zum Beispiel die Szene bei der Landung an der Normandie bei Soldat James Ryan, wo alles so super abgehackt war, so ultra realistisch. Also so ultra realistisch sah alles aus. Oder Gladiator, irgendwelche Schwertkämpfe, Stilmittel.
Sportfilme ist ein Stilmittel. Dann kann ich mal auf die Belichtungszeit gehen von 1/250, dann schaut alles ultra realistisch aus. Das siehst du zum Beispiel, wenn ein Wasser oder ein Springbrunnen, wenn du die Tropfen sehen kannst und nicht mehr die Streifen des Wassers, dann ist eine kurze Shuttergeschwindigkeit eingestellt. Das heißt, wir reden hier von der 500stel oder 1000stel Sekunde, dann kannst du die Tropfen sehen. Okay. Und das siehst du auch bei diesen Landungen in der Normandie oder bei diesen schnellen Schwertkämpfen. Dann ist alles ultra realistisch. Genau. Oder ich habe eine Traumsehne zum Beispiel, dann gehe ich unter 1/50stel auf 1/30stel zum Beispiel. Mhm. Also alles so mehr mit Motion Blur und alles so. Es wirkt alles wie ein bisschen in super Slow Motion. Also jetzt mal sehr übertrieben. Es ist eher so, wie, dass man wirklich die Bewegungen sind viel sanfter und weicher. Und ich könnte zum Beispiel so eine Traumszene drehen zum Beispiel. Also es hat nochmal was mit der Belichtungszeit zu tun. Standard 95% aller Fälle oder vielleicht sogar 98% aller Fälle beim Film sind eigentlich wirklich 1/50stel bei 25 Bildern in der Sekunde. Man kann sich das immer so vorstellen. Bildrate mal 2 ist die Belichtungszeit. Mhm, okay. Und sobald ich zum Beispiel jetzt so eine Traumszene oder irgendwie sowas, was eher, sag ich mal, verträumt sein soll oder so, kann ich mal auf 1/30stel gehen, dann habe ich eher so Motion Blur. Mhm. Was könnte denn jetzt den Einsteigern, die jetzt sagen, oh, ich finde cool, ich möchte auch gern Kameramann werden, was könnt ihr denen denn so mit auf den Weg geben? Wo können sie denn einsteigen? Was sind denn, Sebastian, so typischerweise die Leute, die so zu deinen Workshops kommen? Also es sind echt größtenteils Fotografen auch, die eben jetzt mit der DSLR-Kamera neben Fotos auch Filme machen wollen, weil sie von ihren Kunden darauf angesprochen werden. Dann auch oft Studenten halt in den, sag ich mal, manchmal auch Filmstudenten, ja, die sich da irgendwie auch weiterbilden wollen. Und oft auch ganz normale Menschen oder Leute, die wirklich jetzt eher von diesen ganz normalen Broadcast-Kameras kommen, von denen wir hier gerade aufgenommen werden, die jetzt auch eher auf diese Großsensoren umsteigen wollen oder das genau lernen. Und was muss man beachten beim Kauf einer Kamera, wenn man jetzt einsteigen möchte und möchte selber Kameramann werden und richtig Gas geben? Also ich würde echt ganz ehrlich... Preis-Leistung. Preis-Leistung. Also ich hab mit einer DSLR-Kamera angefangen. Ich drehe mittlerweile vielleicht noch 2% mit einer DSLR-Kamera, weil ich selber jetzt eine Epic habe und viel mit der Epic drehe, weil es auch viel Spaß macht, mit der Epic zu drehen. Und all die Nachteile, die eine DSLR hat, habe ich eben mit der Epic nicht mehr oder mit der Sony F3. Mit den beiden Kameras drehe ich meistens. Aber ich habe damit angefangen und ich sage immer auch jedem, ich kriege oft Anrufe, mich rufen regelmäßig Leute an oder schreiben mir Mails. Ja, ich will jetzt gerade anfangen und ich habe jetzt 30.000, 40.000 Euro und ich will jetzt mal hier alles Mögliche kaufen. Und dann denke ich mir auch, fang doch erstmal klein an halt. Nimm keinen Kredit auf oder so, sondern fang doch erstmal klein an. Dreh doch erstmal damit halt. Dreh doch erstmal mit einer Canon DSLR. Ich garantiere dir, dein Kunde wird, wenn es gut gemacht ist, keinen Unterschied zwischen einer 20.000 Euro Kamera sehen oder einer Canon 5D. Mhm. Weil die meisten Sachen werden eh fürs Internet produziert und nicht irgendwie für die große Leinwand. Also, dein Tipp sozusagen, Preis-Leistungs-Verhältnis gucken und gucken, wer ist sozusagen die Kundschaft oder was will man machen. Genau. Ruhig klein anfangen und sich dann hocharbeiten. Auch mal Sachen leihen. Ja. Sagen der Kunde, dem Kunde sagen, okay, der hat jetzt einen Anspruch, der Kunde, dann drehe ich das mit der Kamera und dann habe ich das. Sowas bei mir eben auch. Ja. Halt. Also ich hab mit einer 7D angefangen, mit einer Canon 7D und wirklich 2 billigen Optiken. Mhm. Und mittlerweile 4 Jahre später habe ich habe relativ viele Aufträge bekommen, habe ich über 100.000 Euro investiert in Kameratechnik und alles Mögliche. Es ist irre eigentlich, aber innerhalb von 4 Jahren halt. Und das kann man alles Step by Step. Ne? Das macht wirklich, finde ich, ganz viel Mut. Ja? Man fängt an, um seine Tochter zu filmen und landet letzten Endes dabei, dass man für Kameraequipment 100.000 Euro ausgibt. Wenn ihr auch ganz klein anfangen wollt, auch ohne, dass ihr eine Tochter habt, dann geht doch einfach in den nächstbesten Laden, kauft euch eine Kamera und legt einfach los. Weil, wie wir ja von Karl gehört haben, ist ein einziger Satz, der eine gute Idee sozusagen beinhaltet, schon der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn ihr dann richtige Tüftler seid, dann landet ihr am Ende bei der Philosophie von Erhard, der einfach ein ganz großer Fan davon ist, mit altem und neuem Equipment gute Geschichten zu erzählen, die auch dann verbindet, wenn einfach nur ein Lichtstrahl durch eine einsame Hütte in Afrika quasi vor eure Kamera fließt. Und damit möchte ich die heutige Sendung beschließen und bedanke mich vielmals für Ihr Interesse. Und jetzt kommen wir wie immer an dieser Stelle zu der wunderbaren Sendung Hollywood's Best Film Directors. Viel Spaß damit. Tschüss. Das dauert bei mir immer noch ein Jahreswechsel. Thank you.